Herzlich willkommen auf dem Steyr Messestand hier auf der Agritechnica 2011 in Hannover. Neben mir steht jetzt Franz Josef Silber, zuständig für Global Product Marketing. Herr Silber, die neue Profi Ecotech Serie ist eine der Top-Neuheiten hier auf der Messe. Können Sie uns einen Überblick geben, was neu ist? Neu sind die Modelle beim Profi Ecotech eben im Vierzylinderbereich, der 4110, 4120 und 4130, der eben von 110 bis maximal 163 PS beim Topmodell dann reicht. Auf der Sechszylinderseite sind das zwei Modelle, der 6125 und der 6140, der maximal 150 PS liefert. Die neue Profi-Serie ist jetzt mit Ecotech ausgestattet. Was sind die Vorteile in der Praxis? Im Bereich Motor bereitet Ecotech eben die SCR-Technologie, das heißt, wir behandeln das Abgas nach dem Motor, das heißt, es wird hier AdBlue mit dazu eingespritzt, um das Abgas zu neutralisieren, um die Emissionsstufen 3B einhalten zu können. Der große Vorteil dabei ist, dass der Kunde sehr deutlich an Kraftstoff sparen kann. Was ist neu in der Kabine? In der Kabine ist natürlich bei hier die Armlehne, die man gleich bei den großen Brüdern auch anbieten, bei den großen CVDs, wo alles rund um den Fahrer an der rechten Hand an der Multicontroller-Armlehne mit angebaut ist und wirklich alle Bedienungen, die regelmäßig bedient werden müssen, direkt am Multicontroller selbst, wie sonst direkt an der Armlehne mit angebaut sind. Neu ist der S-Tech 700 Monitor, das ist ein Farbmonitor, der berührungsempfindlich den Kunden ermöglicht, die Einstellungen, die er braucht, ganz individuell für sich zu gestalten und einzustellen. Die neue Profi-Serie ist mit einer Reihe von interessanten neuen Technologien ausgestattet, wie beispielsweise dem Standgasmanagement und dem Fronthubwerksmanagement. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt? Ganz schön ist natürlich, wenn wir von den großen Brüdern Technologien auch bei den kleineren mit anwenden können. Das wäre das Fronthubwerksmanagement, wo man eben hier automatisierend verschiedene Arbeitspunkte abspeichern kann und die dann einfach per Knopfdruck anwählen kann. Großer Vorteil wäre hier beispielsweise auch die Schwimmstellung, die dann direkt angesteuert wird, nachdem der untere Arbeitsposition eben erreicht wird. Und es ist auch mit dabei eine Zapfwellenautomatik, wenn eben Frontzapfwelle mit dabei ist, kann hier ein Anschalt- und Abschaltpunkt frei gewählt werden, um hier die Arbeiten am Vorgewende deutlich zu vereinfachen. Ganz besonders stolz sind wir natürlich mit dem neuen Feature Standgasmanagement. Gemeinsam mit Kunden haben wir festgestellt, dass der Traktor eigentlich sehr, sehr viel im Leerlauf betrieben wird. Bis zu 20% ist hier der Traktor einfach im Leerlauf. Mit dem neuen Standgasmanagement können wir eben hier das Standgas von 800 Umdrehungen in etwa um 200 Umdrehungen absenken und somit eben Treibstoff sparen und die Ecotech Philosophie nochmal deutlich verfolgen und die Gesamtkosten und die Treibstoffkosten des Fahrzeugs deutlich verringern. Herr Silber, herzlichen Dank für das Interview.